Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wieder mit Chingy, wenn er wieder da ist. Ja, ich glaube schon. Jetzt ist er wieder da. Was? Hä? Wie bitte? Ach, einfach hallo und Judith. Ja, hallo! Wie geht es euch? Ach, halt die Fresse. Ja, was denn? Jetzt soll ich hallo sagen und dann sagst du, ich soll die Fresse halten. Ja, aber nicht so. Wo sind wir denn hier? Ja, in Dark Souls. Richtig. Ja, manchmal das Spiel ist ganz schön laut und manchmal leise und das ist alles sehr komisch. Warte mal, ich muss mal das Spiel noch leiser machen. Option, Musik. 2, 2, 3, so, jetzt geht's los. Ja, am Ende ist dieses 2, 2, 3 so deine Safe-Kombination für irgendwas. Ja, das ist mein Passwort für alles. Genau, ist klar. Kannst du auch mein Auto mit öffnen? Locker, das hat jetzt mittlerweile so elektronisches Schloss, wofür du so eine Zahlenkombination brauchst. Ja klar, ich schon. Hätte ich mir extra einbauen lassen. Okay, okay, oh, warte, mach ich nochmal das Schild, so mach ich das Schild, alles klar. Oh, der Mann. Ein Tag nicht gespielt, schon alle zwei Essen, so sieht's nämlich aus. So, ach stimmt, ich habe ja jetzt hier Fire Damage auf dem Schwert. Ich merke irgendwie nicht, dass es nochmal extra einen Bonus-Damage macht. Ich sehe nur, dass die brennen. Baby Burn! So, ich muss natürlich meine Seelen zurückholen, weil ich bin ja gestorben. Ach ja, und dann da unten, da ist die Nebelwand. Obwohl, da könnte man runterspringen. Nee. Also könnte man schon, aber nee. Gut, dann sterbe ich. Aua. So. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie klappt, dass wir uns dann auch finden. Falls irgendwo noch ein Leuchtfeuer ist, nämlich ich oder du oder wir oder sie oder es sich menschlich machen können. Ja, das ist ja so eine Sache, weil ich muss ja erstmal auch selber meine eigenen Seelen wiederfinden. Ja, ich muss auch gerade meine Seelen wiederholen und dann... Da müsste eine Menschlichkeit sogar bei gewesen sein, aber dann brauche ich ja noch ein Leuchtfeuer. Das ist ja immer so. Es müsste so ein portables Leuchtfeuer geben. Das wäre ein bisschen zu OP, meiner Meinung nach. Ach, Lightfire Portable, ey. Wäre schon cool. Mach ich jetzt alle Skelette? Nein, kein Bock. War nur die ich machen muss. Das da unten habe ich auch noch vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber also irgendwie. Der Feuerschaden ist jetzt nicht so geil. Oder ist der gut? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, ich mache schon mehr Schaden jetzt. So, ist auch erstmal die Frage, ob ich es überhaupt schaffe, da wieder runterzukommen, ohne zu sterben. Ich habe einfach mal die Nebelwand betreten. Was? Genau, auf jeden Fall. Geht sofort los mit dem Boss. Weniger. So, mein Freund. Oh. Counter. Achso. Ich kann sagen, mein Schwert ist kaputt, aber nein, alles gut. So, zack, hier kriegst du in die Fresse und der der springt von sich aus runter. Das finde ich sehr gut. Da denkt wenigstens mal einer mit. Anne? Da. Was ist denn jetzt hier? Okay. Ach du Kacke. 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 So. Aua. Dich mache ich natürlich putt, weil du bist uns doof und gehst mir bestimmt hart auf den Sack. Huch. Yo. Jetzt muss ich zwei Flakons nehmen. Ist doch scheiße. So, die ignoriere ich. Gehe einfach direkt an ihn vorbei, weil die sind doof. Zack. Einmal. Zweimal. Und tot. So, jetzt gehen wir ganz nach unten. Die Frage ist, meine Seelen, wo sind... Oh Gott, wie war denn das nochmal hier so schräg dran vorbei? Ja.
Zack. Geschafft. Geschafft. Hm. Ich will jetzt nicht in dieses Loch springen. Wo ist denn das Loch? Ich kann das Loch leider nicht sehen. Da. Den Sprung überlebe ich ja, ne? Oder? Oh fuck. Welchen Sprung? Na, jetzt wieder runter. Oh, ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Das ist jetzt irgendwie keine sehr befriedigende Antwort, weil dann habe ich sehr viele Seelen verloren. Aber ich habe mir ja schon mal überlebt. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Ne, ich habe überlebt, sehr gut. Glaube ich, andere Probleme. Das kann gut sein. Weiß ich nicht. So, noch ein Ding nehmen. Jetzt habe ich ja nur noch zwei. Oh, der hat was fallen lassen. Falcon. Aha. Ach, der kommt ja nichts Cooles. Okay, wo sind meine Seelen? Da sind meine Seelen. Jetzt bin ich hier wieder drinne. Jetzt geht's ab. Jetzt kommen sie alle angeschissen. Aua. Ich bin tot. Kacke. Da kam er von hinten angeschissen. Tot. Zum Abendbrot. Okay. So, versuchen einen nur anzulocken. Wie geht das am besten? Da kommt er schon, alles klar. Yo, alles klar, alter Wind. Ey, das ist ja ekelhaft. Yo, bleib mal cool. Alter, diese Dinger, die sind echt scheiße. Mag sie irgendwie nicht so. Alter, übertreib halt. Der ist doch... Alter, kannst du den mal jetzt anvisieren? Okay. Sind hier viele von den Viechern? Wahrscheinlich. Oh Gott, da sind ja echt viele von denen. Ey, wo ist das Viech denn? So, zwei schwere Angriffe. Tot. Okay, wo geht... Oh Gott. Alter, das war nur das Rad davon. Ich bin ja... Alter Schwede. Okay, ich sehe jetzt nur noch einen. Ja, genau! Wer ist denn der... Was ist denn der da oben für ein Typ? Warte mal kurz. Bist du? Ich bin jetzt unten in dem großen... In dieser großen Höhle. Da steht einer. Glaube ich. Ach so, ein Vorsprung. Das ist, glaube ich, ein schwarzer Ritter. Ach so. Na dann. Wer steht da? Steht da auch einer? Warum bin ich hier respawned? Ich habe doch ein neues Lagerfeuer angemacht. Ich gehe nicht zum Schwarzen. Oh Gott, wäre ich doch, du Scheiße, wäre ich doch lieber da lang gelaufen. Oh Gott, da kommt noch so ein Ding. Oh, ich bin tot. Ach, fuck euch doch alle, ey. Kommen auf einmal drei noch auf dich zu. Was ist denn hier los? Oh Gott! Du kleiner Pisser. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Lächerlich. Tot? Ja, sehr gut. Okay, wo genau? Alter, jetzt habe ich so ein scheiß Rad an meinem Körper. Was soll denn das? Okay. Vor allem, die haben eine ziemlich krasse Range, wo die Aggro kriegen auf dich. Ey, jetzt diese Räder? Ja. Ja, gebe ich dir recht. Okay, da kommt er. Ich gehe wieder zurück in meinen Gang. Ich gehe wieder in meinen Gang. Boah, Alter, bin ich ein geiles Tier. Ansatzweise in der Nähe von so einem Viech und das hat mich einfach gesehen. Alter, ich bin so ein geiles Tier. Ich bin einfach drüber gesprungen, als es mich angegriffen hat, ja. War schon krass. Kommst du runter? Ich bin schon unten. Ich habe mir erstmal meine Seelen zurückgeholt. Ich habe 16.999 Seelen. Sehr schön. Ja, komm her. Ich weiß, dass ich jetzt ausweichen muss. Ha! Ausgewichen. Ja, da hinten will ich... Kannst du aufleveln? Ich könnte Theo... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße!
Sen? Ich bin tot. Kam eins von vorne, bin ich ausgewichen. Auf einmal kam noch eins von hinten. Ich verstecke mich schnell. Oh. So, tot. Okay, irgendwie nur ein. Ich glaube, das klappt nicht. Jo, alles klar. Ich habe den angelockt, der weiter weg stand. Mhm, schon klar. So. So. Ja, lass mich doch mal durch. Das ist eine richtig gute Taktik hier. Ja, du kommst auch angerannt. Komm mal her. So. Oh Gott, der kommt da ja durch. Hat sich jetzt doof gelaufen. Okay. Okay, ich muss unbedingt meine Seelen zurück und ich muss aber auch gucken. Nicht mal sterbe. Ich muss nicht mal sterben. So. Ja. Okay. Erstmal weg. Oh Gott. Alter, das ist doch ekelhaft. Nein! Oh Mann, ey, das ist so zum Kacken hier. Oh nein! Oh, das gibt's nicht. Mann. Oh, da liegt ein Item. Du bist hier runtergefallen, ist das cool. Was liegt denn hier? Heb's auf. Heb's doch mal auf. Heb es auf. Nein, heb's nicht auf. Ich kann das Item nicht aufheben. Hm, ja, dann nicht. Aber schon sowieso scheiße. Okay, wo liegen? Scheiße, wo sind meine Seelen? Ach, hier. Oh Gott. Nein! Du. Oh, du. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Uncool. Oh, das ist alles sehr uncool jetzt. Nein. Nein. Nein, 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 tu es nicht. Tu es nicht, tu es einfach nicht. Scheiße, ich brauch. Brauch einen Estus. Ja, ihr habt mich gesehen. Ich weiß, ihr habt mich gesehen, aber ich gehe schnell hier rein. Boah, Alter, war das knapp. Nein, da kommt der nächste. Alter, leck mich am Arsch. Okay, der hat mich fast getötet, der Ficker. Schnell hin, bevor er was macht. Okay, ich werde eh daran sterben. Ist das Ganze, darf ich dann alles später erst sehen in ein paar Wochen. So ein paar Wochen. Es kommt bald drauf. Warum kann ich das nicht aufheben? Okay, jetzt ist es in der Wand verschwunden. Na egal. Das kommt bald raus. Ich bin schon fertig mit dem Schneiden, hab schon gerendert. Oh, okay. Ja, gut, auch gut. Yo, Dude. Hammer die Fresse. Hast du irgendwas Cooles, ja, was du mir geben kannst? Wahrscheinlich nicht, aber. Ich könnte. Es bringt mir natürlich absolut gar nichts. Doch, warte mal, ich könnte rein theoretisch zum Leuchtfeuer zurückgehen, leveln. Ja, aber bringt er doch. Hm. Ha, hm. Wenn du kannst, mach es. Ich habe übrigens 3 Menschlichkeit, ja. Rüstung. Ich kann doch auch meine Rüstung verstärken, ne? Mit kleinen Scherben und so. Bringt das was? Rüstung wird stärker, ist doch normal. Ja, aber irgendwie, ich sehe jetzt keine Stats-Verbesserung, ja, bei meinen Sachen. Also beim Helm zumindest nicht. Sind die geringsten, wie heißt das, Verbesserungen? Am meisten spürst du das eigentlich in der Rüstung. Hm. Ja, es hat nur mehr Resistenzen, ne? Ja, ach komm, was. Na, wobei, so viele Scherben habe ich gar nicht. Wie viel kostet eine Scherbe bei dir? Gegenstand kaufen. 800 Seelen. Wucher. Ja, ich verstärke jetzt meine Rüstung. Kann ich immerhin schon auf +5 da machen.
kann ich nicht. Ach, jetzt brauche ich eine große Scherbe. Nein, die machen ja auch, was sie wollen hier. Ach, jetzt brauche ich schon zwei kleine Scherben. Ja, der war besser. Jetzt habe ich keine kleinen Scherben mehr. So, ich kaufe mir jetzt bei dir kleine Scherben. Ich werde jetzt ein guter Kunde von dir. Ich kaufe mir mal so 10 Stück. Nein. Ich kaufe mir erstmal 5 Stück. Guck erstmal, wie weit ich damit komme. So. Ja doch, es hebt auch ein bisschen an. Ist das schon ganz gut. So. Die geilen Lederstiefel. Ja, eigentlich müsste ich ja die schwarzen Lederstiefel, weil das gehört zu meiner Rüstung, aber ich finde die roten einfach besser. Oh, wobei die schwarzen Lederstiefel um einiges besser sind. Bevor du irgendwas jetzt machst, ich würde immer darauf achten, wie schwer die Rüstungen sind, dass du jetzt nicht zu schwer bist, dass du nicht mehr rollen kannst oder schwer rollst. Nee, das müsste eigentlich alles gehen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Kein Problem! Jetzt diese Blitzdingens-Typi. Oder ich renne in alle möglichen Skelette rein. Ach, in die Skelette rennen, ist doch mal nett. Ich hab kein erstes Schlagcode. Zack. Naja, wer braucht sowas schon? So, neue Höschen angezogen. Ja, ich brauche was. Du musst meine Rüstung verstärken. Und zwar diese hier. Und nochmal. Jetzt brauche ich auch zwei. Ich habe 11.000 Seelen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich bekämpfen will. Tja, weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgebessert. Das ist doch nicht schlecht. Okay, jetzt ist natürlich doof, weil ich einmal niesen muss. Fuck, wie viele Seelen brauche ich für um auf Level 47 zu kommen? Das weiß ich nicht. Reichen 17.300 Seelen? Egal, komm. Jetzt schnell einmal zurück. Und dann werde ich ja sehen, ob es reicht oder nicht. Und dann komme ich wieder her. Ja. Wahrscheinlich reicht es nicht. Jetzt fehlen nur 5 Seelen oder so. Puh, reicht noch. Okay, was mache ich? Ah, jetzt ist da wieder die Frage, was mache ich? Noch ein Punkt auf Kondition. Oder mache ich noch Bewegung? Ach, das ist doch mal kacke mit dem Level hier. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll. Kondition. Oder Beweglichkeit. Oh! Beweglichkeit, so. Okay. Nur noch 4.000 Seelen. Hatte ich nicht sogar noch Seelen im Inventar? Habe ich die alle benutzt? Verdammt. Seele, Krieger und Soldaten, das bringt mir ja nichts. Und 2.000 Seelen, glaube ich. Eine Kriegerseele? Gibt 2.000 Seelen, meine ich. Aber reicht immer noch nicht. Soldatenseele und die dann. Ja, nee, reicht nicht. Ich bräuchte jetzt. Wie viel brauche ich jetzt? Aua! Ja, ich brauche 13.400 Seelen, das reicht nicht. What the fuck? Was? Warum lebt denn er noch? Mich verarschen? Gerade? Hm. Bist du bei so einer Wand, die du zerstören kannst? Nee. Ich bin beim Schmied. Bin gerade erst unten angekommen. Hast du mir. Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang gehen soll. Rechts lang, links lang, keine Ahnung. Da sind noch diese explodierenden Köpfe, ne? Ah, Kacke. Guck
was haben die für eine Range? Du kommst du schon? Komm. Hallo. Jetzt bist du nah ran oder was? Jetzt kommt er. Oh Gott. Oh, das war doof. Ich habe ihn nicht getroffen. Schnell umdrehen. Ist er tot? Er ist tot, alles klar. Und da kommt der nächste. Meine Fresse. Nein, oh Gott! Ah, scheiße, ey. Yo, 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 yo! Ich bin tot. Oh Mann, ey, dass da immer so viele gleich kommen. Ich würde an deiner Stelle lieber nichts riskieren. 10.000 Seelen. Was liegt denn da? Gelevelt hast du aber, oder? Hä? Gelevelt hast du aber, oder? Oh, ja. Das war jetzt nicht so clever. Jetzt kommen, oh Gott, jetzt kommen da ganz viele von denen. Da. Alter, das ist voll lächerlich, ne? Nein, wie? Meine Waffe ist in Gefahr. Am Arsch, meine Waffe ist in Gefahr. Er hat wieder nicht auf die Durability von seiner Waffe geachtet. Geil. Kein Thema, hier ist da direkt ein Schmied am Start. Ongo regelt. Warte. Waffe, nee. Ausrüstung reparieren. So, Uchigatana, 112 Seelen ist ja wohl lächerlich hier. So, dankeschön. So, Estus von Akoma zu mir nehmen. Warum hatte ich gerade auch zwei? Nein, ich weiß nicht. So, nur einen. Warte mal. So, der da hinten, den will ich als erstes eigentlich haben. Komm jetzt her. Komm. So. Vor allem, das interessiert die gar nicht, wenn du sie angreifst, dann machen die einfach mit ihrem Scheiß weiter, ne? Oh, da kommen da wieder zwei. Patrouillieren die oder kommen die jetzt her? Man weiß es nicht. Was tun sie? Ich glaube, sie sind ein bisschen. Redest du jetzt von den explodierenden Köpfen oder von welchen redest du jetzt? Nee, von diesen Rathainis. Die laufen hier einfach rum. Oh shit. Der hat aber. Der hat hart gezwirbelt. Er ist tot. Ich habe leider kein Flakon mehr. Kacke. Das ist ärgerlich. Wie wäre es dann einfach, wenn du dich einfach mal zurückportest mit dem Knochen? Nein. Ein. Und das ist noch einer. Mal kurz gucken. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Wir wissen, wie viele da noch sind. Aber mindestens zwei müssen da noch. Oh, ich habe ein erstes Flakon bekommen. Das Leuchtfeuer angemacht. Wer, du? Ich habe nämlich auch eins gekriegt. Nee, ich habe auch eins gekriegt. Okay, der kommt jetzt schon her. Alter, was hat der für gute Augen? Vielleicht bessere als du. Bam. Okay, der ist auch tot, alles klar. Okay, wir müssen jetzt hier vorsichtig sein. Vorsichtig. Und die Räder fliegen durch die Gegend, das ist der Wahnsinn. Okay, hier ist noch einer, da ist er. Ja, komm her, guck mal, du siehst mich doch. Hier bin ich, hallo. Na? So. Ich will dieses Item da noch holen. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Item. Ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt, aber das kriegen wir schon hin. Achso, man kann hier wahrscheinlich einfach oben rauf. Nee, kann man nicht. Hä? Achso, da muss ich dann nach oben, ist ja doof. Hä, was ist? Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall diese Ratmongos besiegt. Hat's den Ritter auch schon entdeckt? Der müsste ja links runter sein, da oben stehen an dem Item, ne? Oh, hier ist eine Nebelwand. Was ist hinter der Nebelwand?
Warte, bist du gerade vor dem, bist du den Gang komplett weiter hinten weitergegangen? Ja, komplett nach rechts. Wo so eine riesige Nebelwand ist. Die ist groß, ja. Ja, dann ist dahinter der Boss. Achso, dann würde ich dir an deiner Stelle nicht empfehlen, da weiterzugehen. Ja, ich hab doch den versifften Sif besiegt, da werde ich halt auch schaffen. Aber ich gehe da jetzt nicht rein. Ich will erstmal gucken, was auf der anderen Seite ist. Da oben ist der schwarze Ritter, da habe ich eigentlich keinen Bock gegen ihn zu kämpfen. Und die sind noch diese scheiß Köpfe. Aber den kann man auch nur ausweichen, ne? Kommt der jetzt näher? Ich werde ausweichen. Kommt der jetzt näher oder nicht? Ah, weil niemand weiß es. Ja, komm. Boah, Alter, Explosion over 9000. So, die sind auch weg. Alles klar, was gibt's hier noch? Kommt der da runtergesprungen? Der kommt ja echt runter. Ach nee. Ist aber eher so ein goldener Ritter, finde ich. Muss man mal so sagen. Goldener Ritter. Ja, der ist golden. Also finde ich zumindest. Vielleicht wirkt er auch nur so. Der stand da oben, da ist doch so ein Item. Und da stand er. Ja, das ist cool. Danke, dass du stehen bleibst, aber der ist voll dumm. Der bleibt die ganze Zeit stehen. Da kann ich ihn umrunden und dann töte ich ihn einfach. So, und nochmal. Es reicht ihm noch nicht. Aber jetzt. Weißer Brocken und 1200 Seelen hat er gegeben. Wie komme ich jetzt zu dem scheiß Item? Was ist hier? Das ist so. Wie so ein Wassergang. Interessant. Jetzt bin ich an so einer kaputten Wand. Und das Skelett. Ja, da sind zwei Skelette, die kannst du noch nicht killen. Ah, doch, hier steht direkt der Mongo daneben. Okay, Mongo ist tot. Mongo ist tot. Jetzt sollte das mit dem Killen ja hoffentlich auch funktionieren. Oder? Es sieht ganz gut aus. Okay, was? Oh, hier ist eine Leiter nach oben. Okay. Ich nehme diese Leiter einfach jetzt nach oben. Und ja, tu, was du nicht lassen kannst. Und hoffe natürlich, da oben wird jetzt ein Leuchtfeuer sein. Ich weiß es doch, aber natürlich wird es da nicht sein. Auch das weiß ich, leider. Wusstest du das? Okay, was? Okay, noch mehr Skelette. Ist hier auch so ein Feuermongo? Nee, es wirkt erstmal nicht so. What the fuck? Nein, oh Gott, was passiert jetzt so? Wo bin ich hier? Ach so, jetzt bin ich... Ach, hier bin ich. Aha. Alter, habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Bin gerade voll durch die Decke gefallen, ne? Alter Schwede. Okay. Ja. Oh, da hinten sind noch zwei Items. Cool. Ich glaube, da oben muss man auch weiter, wenn man noch nicht den Boss machen will, oder? Wo meinst du jetzt? Also ich bin ja links lang, da gehst du so einen Gang nach oben, dann kommen ja noch zwei Skelette und dieser Feuertyp, der Nekromant. Ja, genau. Und dann kommt ja so eine Steinleiter nach oben. Da muss man theoretisch auch weiter, ne? Von der anderen Seite. Du kannst das sind diese mehreren Wege, wie du im Endeffekt in diesen Raum kommst. Und wenn du da weiter diese Treppen hochläufst im Endeffekt, kommst du auch an die Stelle, wo dieser Blitzdingens-Typi da ist. Okay. Na, ich bin ja schon hochgelaufen. Da waren jetzt zwei Skelette. Dann bin ich so ein bisschen im Kreis gelaufen. Dann bin ich durch die Decke gefallen. Warte, du bist jetzt aber nicht bei dem schwarzen Ritter rausgekommen, oder? Doch, doch.
So, ja, gut. Da hast du ja diese Kriegerseele, die da liegt. Ja, ja, genau, die habe ich jetzt. Ist er schon besiegt? Der Ritter ist tot, ja. Der war voll einfach, fand ich. Aber der war auch dumm, der ist immer der ist irgendwie ich immer hab ab damit und zu... drei Backstabs besiegt. Ja, ja, ich habe auch drei Backstabs und ab und zu so drauf gehauen. Jetzt bin ich halt im Überlegen, entweder... Ah, ich weiß nicht. Weil du hast hier auch noch nichts besiegt, ne? Hauptboss habe ich noch nicht besiegt, und aber den Blitztypi habe ich besiegt. Ja gut, beim Blitztypi weiß ich nicht, ob man den theoretisch zu zweit machen kann. Ausprobieren. Ah, das Ding ist, du müsstest ja zum Leuchtfeuer rein theoretisch kommen. Ja, ja, genau, richtig. Dann geh ich zum Leuchtfeuer, ich mach mich menschlich. Ich versuch mal dich zu... Ah nee, da muss... Ja, aber ich versuch mal dich zu rufen. Vielleicht klappt das ja auch bei mir. Schlicht übrigens, ne? Also dürfte es jetzt rein theoretisch einfacher sein. Weil wir ja dann beide menschlich sind, wenn du auch menschlich bist. Ja, ich muss mich noch menschlich machen eben. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Die geht schon über... Alter, über eine Stunde aufgenommen. Aber ich will ein bisschen was zusammenschneiden. In der nächsten Folge geht's weiter. Wieder genau den gleichen Weg. Nichts Neues. Immer das Gleiche. Das wird jetzt die nächsten 20 Videos so weitergehen, glaube ich. Schau mal, tschüss. Ciao.